Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Dead by Daylight. Grüß euch, wo ist Bowie? Ich bin in der Mitte, wo der Schweinestall ist. Und hallo Leute, seid gegrüßt. Wo bist du? Oh, es ist Freddy. Ah, Gott, mein Hasskiller, mein Nemesis. Ich sehe auch schon jemanden rennen. Vor allem auf dieser Map, weißt du? Leider zu mir. Ja, die rennt halt zu mir. Oh, der läuft zu mir, oder? Willst du das? Ja, kann sein. Hi. Na? Hi. Bock mit mir gemeinsam wieder den Turn zu reparieren? Ja. Diese Karte finde ich, hier gibt es nicht so viele Möglichkeiten mit dem Killer zu spielen. Nein, gepennt. Ja, wir beide. Komischerweise der einzige Killer, bei dem die Survivor, willst du hingehen oder? Ja, ich mach mal. Oder lass mich hingehen. Er kommt von, keine Ahnung, oh shit. Da, ah, ich versuche von euch wegzulaufen. Ja, sie wurde abgefangen. Also nicht abgefahren, weil, ja, war alles rechtens. Nein! Ah, oh, wir sind hier. Siehst du, hier gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten, wie man den Killer juken könnte. Beziehungsweise, ich habe keine Ahnung. Hier einfach kein Toten. Er geht in den Stall, er geht zu den zwei, die sich heilen, aber nicht weggehen, weil sie denken, er sieht sie nicht. Darf ich dich holen? Ja, bitte mach, weil der Bild läuft in meine Richtung, Mann. Ich mach Toten. Nochmal. Ich komme in deine Richtung. Da wo wir vorhin den. Obwohl, nee, da solltest du nicht hingehen. Er rennt halt zu mir, der Trottel! Ich bin gespannt nach der Runde, ob er Bindung dabei hat. Ich habe auf jeden Fall Medikit. Gibt's wirklich nichts. Ja, er verfolgt. Oh Mann, was bist du? Ja. Ah, oh, nö, ey. Ich bin halt so schlecht beim Entkommen, weil ich meistens gar nicht erst in Runden komme, wo mich entkommen muss. Oh nein, bitte lass mich im Keller. Hier ist der Keller. Nein! Ich bin ihm halt auch entgegengelaufen. Nicht, dass er denkt, oh, ist die doof, sie ist direkt im Keller. Ich wollte halt nicht, dass er den anderen kriegt, weil ich den ja gerade runtergeholt habe. Also bin ich so ein bisschen entgegen... Ich bin der Meinung, ein bisschen zu viel entgegengelaufen, aber ich wollte halt auf keinen Fall, dass er tunnelt. Ich komm zu dir. Die anderen machen einen Generator. Also passt ganz gut. Oh! Hier ist eine Pfütze. Ja, dann renn! Renn! Wo ist denn hier? Renn bitte! Er hört dich, wenn du schreist, soweit ich weiß. Da kannst du nicht rüberschleichen, habe ich auch gerade versucht.
Komm mal mit. Nee, ich wollte an der Wand vorbei. Ich dachte vielleicht. Aber wenn du angefangen hast zu schreien, ist es halt nicht mehr möglich. Okay. Ja, da bin ich ein bisschen Panik geraten, muss ich ehrlich sagen. Oh, guck mal, der Typ schleicht hier. Ist auch verletzt. Aber er hilft nicht. Oh. Oh. Warum hat es abgebrochen? Ja, weiß nicht. Ach, du bist ja gar nicht verletzt. Okay, ja, er wird abgefangen. Guck mal, der Kinder ist halt direkt dort. Der ist der General. Achso, okay. Ja. Er hat sich nicht mehr heilen lassen. Er wusste doch, dass wir da sind. Ich mach mal den Generator, okay? Mach mal. Ja, toll. Ja, geh mal lieber hin und versuche, ihm zu helfen. Ich versuche, den, der gleich angehangen wird, zu helfen. Und. Du versuchst den, der jetzt. Er ist tot. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, jetzt er rennt mir halt immer noch hinterher, der. Lässt du zum Generator oder lässt du vom Killer weg? Nee, ich verlaufe vom Killer weg. Ja. Er hat mich. Ja. Nein, ich bin tot, aber ich will dieses Totem haben. Gummiarme hat er, sag ich dir. Wie oft hingst du schon? Ich war, ich glaube, einmal. Hing ich schon mal? Ich glaube, ja, ich glaube, einmal nur. Ja, jetzt mein zweites Mal. Die Runde ist schon wieder so, dass ich denke, dass es ein Farming-Spiel ist. Ist das auch. Ich meine, der Killer hat jetzt nicht gekämpft, aber die zwei haben, waren nicht sehr produktiv. Willst du mich sofort heilen? Ja, der Killer spielt wirklich ganz okay. Wir müssen einen Generator machen zusammen, damit du Punkte bekommst. Ja. Kriegst du überhaupt noch Punkte fürs Abhängen? Nee, ich glaube nicht, aber ich habe keine Ahnung. Wäre dann auf jeden Fall nice, wenn ich irgendwo. Guck mal, da hinten ist ein. Er ist auch tot, ja toll. Der Killer ist da hinten, wo der Generator ist. Er war da hinten. Ist ja komisch, guckt euch mal den Rauch an. Das sieht aus, als wenn da ein Fehler wäre. So wie Pixel. Ach, da hinten, ja. Sieht witzig aus. Ja, Herr Gummiarme, ich weiß, ich hab's verstanden, ist er hier weg. Ich fühle mal weit weg, weil ich bin sowieso tot. Ja. Aber hey, meine Punkte sehen ganz okay aus.
Wie schnell er auch läuft. Weißt du, ich habe das Gefühl, dass er schnell läuft, weil er klein ist. Und ich glaube, er läuft genauso schnell wie zum Beispiel der Geist oder Besser dich liegen Hillybilly. spielen. Nein, heb mich hoch. Er denkt, dass ich noch lebe, sonst hätte er mich in den Keller gebracht, aber ich bin tot. Chaka, was für ein Glück, ey! Was für ein Glück! Was für ein Glück! Und dann auch noch die Zusatzpunkte wegen der Luke. Oh, das kann ich gut gebrauchen. Du bist ja echt voll Ich der guck jetzt Mörder. mal. Erstmal gehen wir. So, wo sind wir denn? Warte, ich hab einen Pip bekommen! Yeah! Nice. Immerhin! Welches Level hast du jetzt eigentlich? Ich bin 91. 91, ich bin 92. Passt doch. Ja. Aber guck mal, der eine war ganz neu. Aber dafür hat er echt gut gespielt. Also Ich so. glaube, vielleicht Guck ist mal, das der ein andere Main-Killer, hat. der Survivor gespielt hat. Ja, guck mal, der andere hat auch nicht so großartig. Naja, aber wenn er Main-Killer ist, denkst du nicht, der hat sich schon die Perks. Guck mal, die beiden waren eigentlich. Ich meine, okay, Minsky hat wahrscheinlich nur einen anderen Survivor spielen müssen wegen der Daily. Aber den anderen, der ist halt Level 20, der war ganz neu. Und dafür hat er echt gut gespielt. Und vor allem, das war doch auch der Bill, oder? Das hat der Bild, glaube ich, ja. Ja, okay. Aber Ja, dafür ist hat der er Bill. echt gut gespielt. Wir lernen Zeit. Und. Ja, guck mal, wenn er ein Main-Killer gewesen wäre, Bowie, dann hätte er denen ja wahrscheinlich schon so ein bisschen Punkte gegeben. Du kannst ja, Ja, wenn das du kann auch Punkte sein. beim Killer farmst, ja auch rüber. Glaub nicht, dann. Ah, ist doch ganz gut gelaufen. Ah. Bis morgen, wenn ihr morgen dabei seid. Guckt euch morgen auch die Folge an. Ja, wir sehen uns dann morgen. Tschüss, tschüss, danke fürs Zugucken. Vielen, vielen Tschüss, Dank für die Alter. Unterstützung. Nicht wundern, manchmal bin ich halt ein paar Level drunter, weil. Es kommen halt immer Runden, wo die denn so aussehen, die Randoms, die hängen sich dann gegenseitig ab und na. Und dann sind wir halt alleine da mit fünf Generatoren und kein, also ja, so gefühlt. Das ist dann immer so eine Runde, die ist dann zu langweilig. Ich meine, einmal bin ich auch entkommen durch die Luke, aber ja, das ist halt eine relativ bescheidene, das macht halt auch keinen Spaß beim Zugucken. Deswegen lade ich die dann auch nicht hoch. Einmal sind wir entkommen, weil der Killer AFK war. Ich habe trotzdem einen Pip verloren. Euer Spaß ist unser Ja, Job. weil der Survivor hat dann dieses Tor geöffnet. Ich habe es extra nicht ganz geöffnet, weil ich dachte, ich wollte jetzt nicht Punkte farmen, aber ich wollte zumindest meinen Pip sichern. Ja, blöde. Sie hat dann geöffnet und dann ist die Zeit weggelaufen. Und obwohl ich. Ja, es ist halt niemand aufgehangen wurde. Da in der Kategorie kriege ich dann halt keine Punkte. Und dann habe ich nur ein Totem erledigt. Ja, ich habe dann halt einen Pip verloren. Ich finde, sie sollten es so ändern, dass wenn man entkommt, dass man zumindest seinen Pip behält. Muss ja kein Zusatzpip sein, aber dass man zumindest, wenn man entkommt, quasi kein Pip verlieren kann. Das wäre echt nice. Aber dadurch verliere ich halt meine Pips. Denn habt ihr bestimmt auch, wenn ihr das Spiel spielt. Wir sehen uns dann morgen. Tschüss und danke fürs Zuschauen. Baba. Tschüssi.